Tja, und da ist unser Asthma-Cop. Scott. Vielleicht auch Scotty. Nun ja, den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verdächtigt, aber ist er es echt gewesen? Wie krass. Wie krass. Aber der kann ja nicht den Typi da seinen Freund umgebracht haben. Der mit den Schreibmaschinen. Ehrlich gesagt, ich kann das kaum glauben. Oh mein Gott. Aber warum? Ernsthaft? Der hat den doch umgebracht. Den umgebracht. Was für eine krasse Scheiße. Ich bin gerade echt sprachlos. Die Frage ist nur, warum tut er das? Er hat doch seinen Bruder verloren. Warum tut er das unschuldigen Kindern an? Wahrscheinlich konnten wir die Lauren gar nicht befreien, ne? Weil wir es gar nicht wollten. Mal ehrlich, hast du das gewusst? Hast du das vermutet? Ich hatte noch eher sie im Verdacht. Also den Ethan war mir eigentlich zu offensichtlich mit seinen Blackouts. Und sie fand ich halt so ein bisschen komisch, aber dass der das war? Kannst du mal aus dem Fenster gucken, Mädel? Offensichtlich nicht. Jetzt aber. Ja, es hat uns ja mega viel gebracht. Nach oben können wir auch nicht. Ach, das ist hier die Wohnung von dem Scott? Oh Gott. Gott, oh Gott. Will die das echt tun? Hm.
Schluss knacken. Na komm. Oh, das mit der Scheißsteuerung, ne, ist echt. Also das Spiel ist unsagbar gut von der Story her. Aber die Steuerung... Sag mal, das gibt's doch nicht. Mann, boah! Leute! Was soll ich denn machen? Jetzt war's doch schon fast. Ich darf nicht zurückdrehen, ich darf nicht vordrehen, ich darf gar nichts machen. Ist sofort falsch. Kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? Noch weiter rum komme ich nicht. Ich verdrehe hier gerade meine Arme, echt. Jetzt halte ich mal von Anfang an den Controller schräg. Du hast es nicht verlernt. Jetzt habe ich ein bisschen geschüttelt. Das war ja jetzt wohl ein Dreck. Totaler Rotz. Entschuldigung, aber das ist wirklich... Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Ist der noch da drin? Sind wir noch da drin? Er hat ja alles verbrannt quasi. Wo ist denn der Papierkorb? Na? Och, Mädel! Von da kommt Brandgeruch. Lösen sich da Beweise in Rauch auf? Ja. Tun sie. Mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes finden. Sein Asthma-Spray. Er war früher ein Cop. Wusste wahrscheinlich genau, wie eine Untersuchung geführt wurde. Ja, ja. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass der gleich wiederkommt. Kann ich jetzt mal eben hier... Ich dachte, die guckt sich die Schreibmaschine an. Da ist doch auch noch was. Ich möchte auch noch mal reingucken, verdammt. Also, ich muss sagen, die Steuerung wird zum Ende hin noch schlechter. Na, nicht da rein. Na, dann geh da rein. Ganz ehrlich, wenn wir schon mal drin sind. Mann, Mann, Mann. Ja, aber der wird hier nichts mehr haben. Der hat ja alles verbrannt. Das wissen wir ja. Die Frage ist, wo ist er? Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir waschen uns nicht schon wieder die Hände. Kein Stück. Mann, 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 Mann. Ich möchte doch einfach nur wissen, wie es jetzt endet.
Ich meckere nicht nochmal über die Steuerung. Ihr seht ja selber, wie schrottig die ist, ne? Die hat gar nicht reingeguckt. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt hier alles nochmal durchsuchen müssen. Wir kennen die Wohnung ja quasi von ihm. Nur sie halt nicht, deshalb gucke ich jetzt nochmal überall rein. Aber prinzipiell können wir ja echt nichts finden. Außer halt am Papierkorb, ne? Aber das ist ja alles verbrannt. Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Okay. Dahinter ist auf jeden Fall was. Orchideen. Oh mein Gott. Die Schreibmaschine. Oh, shit, ich brauche das Passwort. John Regen Orchideen Origami. Gami. Schade. 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 Wie arbeitet das Hirn von diesem Irren? Es muss etwas mit seiner Kindheit zu tun haben. Wie hat er früher diese Papierhunde genannt? Max. Max. Gott sei Dank. Ich hab's. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Mars sein. Schnell, keine Zeit verlieren. Okay. Als die Kinder im Keller waren, kamen alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen. Sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ich lese so schnell, weil wegen keine Zeit. Aber ich möchte mich einmal trotzdem umgucken. Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Oh, scheiße. Scheiße. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie... verstehen das nicht. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Gott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Jetzt verstehe ich. Los, rein da. Der Vater. Oh, und ich bin noch instinktiv dahin gerannt. Na, nicht da. Du solltest da eine Tür. Könnte ich bitte oben gucken? Könnte ich bitte oben gucken? Halleluja! Oh.
Ich hab nach links gemacht. Mein Gott. Kacksteuerung. Diese bekackte Steuerung. Mann! Jetzt aber. Raus da. Fenster? Nee, Fenster, 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 Fenster! Ich kotze gleich. Sag das doch! Nein! Ich hab L1 gedrückt, verdammte Scheiße nochmal! Ey, Leute! Ich geh kaputt hier. Ich gehe echt kaputt bei der Steuerung. Jetzt komm, geh da rüber. Viel zu hoch. Springen wäre Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Ich spring trotzdem. Okay, war die falsche Entscheidung. Aber sie hat doch das andere offene Fenster gesehen. Sie hätte doch da über den Sims laufen können. Verdammte Hacke. Oh, das Spiel will mich so ärgern. Der Origami-Killer hat zum 9. Mal zugeschlagen. Die Leiche von Sean Mars wurde heute Morgen nördlich der Stadt aufgefunden. Der leitende Ermittlungsbeamte Captain Layton Perry ist zurückgetreten. Die Polizei hat noch immer keinen Hinweis auf die Identität des Origami-Killers. Sie tappt weiterhin im Dunkeln. Tragischerweise forderten die Ermittlungen im Origami-Mordfall das Leben von Madison Page, einer jungen Reporterin, die mit dem Fall beschäftigt war. Das ist doch scheiße. Das können wir doch nicht so stehen lassen, Mann. Wir haben auf ganzer Linie versagt. Nein, Ethan. Easton, mach das nicht. Das war meine Schuld. Scheiße. Ach Mann. Madison Page wurde heute auf dem Friedhof Charity Cross beigesetzt. Ihr heldenhafter Tod im Entführungsfall Sean Mars hat landesweit einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Kollegen von der Presse erwiesen der mutigen Journalistin, die ihr Leben der Wahrheitssuche opferte, die letzte Ehre. Brittany Sanders, ICN. Okay, Brittany, ist im Kasten. Na toll, bloß weg hier. Von der Gefühlsduselei kriege ich Hunger. Was hast du jetzt vor? Weiß nicht. Kündigen? Alles vergessen? Ich weiß nicht. Gehört Treptow zum Vergessen dazu? Es ist der effektivste Weg für mich. Es ist nur irgendwie keine Lösung. Im Moment bin ich nicht an Lösungen interessiert. Ich will nur vergessen. Ich fürchte, das hatte ich mehr mitgenommen, als du dachtest, Norman. Was meinst du? Mir geht's gut. Ich werde das schaffen. Ich gehe es ruhig an. So lange, bis alles vorbei ist. Vielleicht ist es das nie. Boah, das haben wir ja großartig hingekriegt. Alle sind platt einfach. Bis auf den Killer, der lebt noch. Hey! Oh Mann. I want to see them again. I'm a father too.
Ja, meine Lieben, also, wir haben ja wohl das schlechteste Ende, was man sich denken kann, freigespielt. Das gibt's doch gar nicht. Alle sind tot, außer der Killer. Aber was für eine Mordstory. Wirklich, wirklich gut gemacht. Die Steuerung, ne? Aber wir wollen ja nicht zu oft hier ewig Steuerung, Steuerung hier, Steuerung da. Die Story war wirklich mega genial. Und ich frage mich jetzt natürlich, kann man alle retten? Kann man den Sean retten? Kann man irgendwas tun, damit es besser wird? Ich meine, wir hatten Chancen genug, ne? Wir hätten die Prüfung alle bestehen können. Dann hätte der Ethan die ganze Adresse gehabt. Wir hätten mit der Madison, hatten wir die Adresse rausgefunden. Und wir hätten mit ihr aus der Wohnung irgendwie fliehen können. Ja, und wir hätten eventuell auch mit dem Polizisten, hätten wir auch den Mörder dingfest machen können. Also wir hatten 3 Chancen quasi. Und von den 4 Personen, die wir gespielt haben, haben wir natürlich auch den Mörder gespielt. Krass. Und jetzt wissen wir auch, warum der ermittelt hat in den letzteren Fällen. Der wollte gar nichts aufdecken. Der wollte gucken, wie viel die Leute wissen. Und ich denke mal, dass er die Sharon sowieso irgendwie umgebracht hätte, hätte das nicht jemand anderes für ihn erledigt. Wow, krasser Tobak. Wirklich Heavy Rain. Heavy Rain, ja. Der Titel passt sehr gut. Also ich habe mega viel Spaß gehabt. Oder halt, ich habe mitgefiebert. Und ich fand das Spiel super großartig. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ich werde mal gucken, ob ich da eventuell den einen oder anderen Weg nochmal durchspiele. Eventuell schneide ich euch das mal zusammen, wenn da Interesse besteht. Ihr wisst ja, ne, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten natürlich Daumen nach oben, ne, wenn euch das Video bzw. die Reihe gefallen hat. Und gerne ein Abo dalassen. Und Kommentare immer erwünscht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Und ich verabschiede mich hier. Macht's gut, eure Charlie.
You got a badge or something, Mr. Drake? Yeah. Yeah, of course. Check. You can pass. Hey, take it easy. You're gonna knock me over. So this is your big day, huh? Am I grown up now? 10 years old. That's not exactly grown up, but you're getting there. So could you just give me a name for the camera? My name is Pascal Langbert. What is the text that was given to you? I have Norma Jane and Ethan as well. Sean may be dead in a few hours. He wants to test me. He wants to punish me for Jason's death. I'm the one who should have died. I wanted to save him. I would have done anything to give my life for his, but I couldn't. Not a day goes by that I don't see his face. Now, Sean has got nothing to do with that, nor do any of the other children. This has to stop. You've got to hand yourself into the police. Look, if I hand myself into the police, I lose all chances of finding Sean. They'll question me, but I won't be able to tell them anything because I don't know anything. I don't know what happened. Ethan, you may have killed those children. You don't know what you're capable of. You must end yourself in. I have to save Sean at all costs. He may be a prisoner somewhere, and I'm the only one who knows where. If I have to face up to all these trials to prove to myself that I love my son, then I'll do it. Ethan, it's crazy. You have to hand yourself in. I'll hand myself into the police when I have found Sean. Now, don't promise me you won't inform on me until I have found my son. Recent report indicates that the police are now treating this as another kidnapping. Hello there, sweetheart. Fast for the investigators. What can I do for you? To find the child. I'd like a room. I'm Michael Netty for ICN. For you? Anything. That's for sure. I'm 25. Mm-hmm. I've been modeling for 5 years. Mm-hmm. I didn't mean to get into modeling at all. I was scouted on the street. I was shopping with my mum. The last time I saw him, he was watching a convoy of trucks going by. I was about 50 yards away. And he suddenly turned and looked at me. Locked on my eyes, and I didn't realize what was happening straight away. Heard cries from behind me, everyone started running in slow motion. I just remained motionless, locked on his gaze. I hadn't noticed the detonator in his hand. Your vast experience hasn't prevented 8 victims from being murdered. Fucking asshole! Blake, if you've got a better plan, I'm willing to listen. Don't be shy. I'm all ears. Yeah, Leonor can then gift. Can you tell me a bit about what you've done recently? The last thing I did a thing called Richard the Lionheart for the BBC. Korda confessed. You beat him all night to make him talk. He would have confessed to Kennedy's assassination if you asked him. Your confession is a heap of shit. Korda is not the Origami Killer. He's a sick child killer, but he has nothing to do with the disappearance of Sean Mars. We have lost time for nothing, and all that time it continues to rain. According to the weather forecast, we've got less than 12 hours before we reach 7 inches of rainfall, and we haven't the remotest idea where Sean Mars is. I bought 10 minutes of your time, didn't I? All I ask is that you use that time to answer some questions. So, this is where you work? Disappointed? No, it's just very different from what I imagined. How do you become a privateye? Well, I was a cop for 20 years, and one fine day, my wife decided to run off with
You know, so... You should see all the faces of the husbands when they first discover that I know that they have a mistress. It's like a little kid, their hand caught in a cookie jar. You know, I could have tripled my salary. You know, if I accepted everything they promised me, just to keep quiet. Take a seat. Can you give me your name and your age, please? My name is Mary Smith. I'm 24. Have you ever taken any acting lessons, Mary? Not really. I couldn't afford it, but I watch a lot of films and I learn so much by watching them. Have you shot anything recently? I've had a few bit parts, little things here and there. Nothing very serious for the moment. I'm always too tall, too short, wrong hair. There's always something wrong with me. Okay. Have you learned your lines? Yes. Let's get started. Mark it, please. Casting Heavy Rain, actress Mary Smith, take one. And action. The first time I saw you, I knew you were the one. I thought these things only happened in the movies, you know? Pounding heart, the sweaty hands, and the shaky legs. I was coming out of the theater. And it started pouring heavy rain, so there I was, soaking wet, teeth chattering, freezing cold, and then you came up to me. You looked at me straight in the eyes and you said, "Need an umbrella, miss?" You sent me flowers for weeks and you said you'd love me forever. 3 months later, we were getting married. God, it sounds so stupid. It's such a corny romance. But real life, it never ends up being what you think it's going to be. You think it's going to be one big happy fairy tale. And then one day you wake up in an average little house leading an average little life, and your real dreams are about paying the bills and maybe someday getting a bigger TV. And you realize that maybe that wasn't the life you were dreaming of. You realize maybe things could have been different. And maybe I actually could have lived with all of that, but then one day it all just stops. Starts with something small. A little lipstick on a collar, a few nights when you come home a bit late. At first I tell myself that I'm crazy, that you would never do such a thing. But just tease my mind. One night I follow you as you leave the office. I follow you to the CG hotel where you meet the girl. And then my whole world falls apart. I come home, and I cry for hours in my kitchen. I get the gun from the drawer in the bedroom, and I tell myself that if this is all that life has to offer me, then I can do without. But then I change my mind. After all, I'm not the one who's cheating. So, quietly, I wait for you to come home, sitting in my average little kitchen. Obviously, when you get home, you don't suspect a thing. So I press the fucking gun against your forehead, and I take a few seconds to watch the fear grow in your eyes. You tell yourself, "She won't do it. She doesn't have the guts. She's just trying to teach me a lesson." But you are so wrong, honey. Sentence you to death for turning my life into a soap opera cliche, for stepping on my dreams, for not giving a shit about me all those years, and for lying to me and betraying me and humiliating me. I'm making an example out of you for all the assholes out there who think they can keep on fucking us over and over.
Goodbye, my love. So, how was it? Very nice. You think I might stand a chance? Someone will get in touch with you and let you know. She wasn't too bad, huh? Doesn't matter. She's too tall for the part. Next!